Lippenstift habe ich. Hallo. Hallo. Ja? Ja, ich... Ach, schöne Grüße von Nadine. Ich war gerade bei Nadine. Ja. 2 Tage. Ich kann das jetzt... Das ist jetzt mit den Haaren, ist das jetzt so, wie es ist. Ach so. Ist doch scheißegal. Profis. Hallo. Hallo, schönen Nachmittag. Hier ist die Claudia und ich mache jetzt eine Pilatesstunde mit euch. Seht ihr, was ich hier habe? Die Stoppuhr. Das heißt, heute gibt es wieder Challenges. Ach so, wenn du noch nie Pilates mitgemacht hast. Beim Pilates geht es um die Tiefenmuskulatur, um die Aufrichtung, um die Stabilität und vor allen Dingen geht es um dich. Hast du eine Matte? Sonst besorg dir eben eine. Du brauchst ein Handtuch. Wenn du möchtest, kannst du dir noch was zu trinken nehmen und ein bisschen Platz. Ich hoffe, dass du einen Ort hast, wo du für dich alleine bist, wo du dich zurückziehen kannst. Okay? Gut, und wenn das erste Mal für dich ist, freue ich mich, dass du dabei bist. Zieh einmal deine Schultern hoch und dann lass mal fallen. Einmal seufzen dabei. Noch einmal Schultern hochziehen. Fallen lassen. Letztes Mal hochziehen. Fallen lassen. Dann geh mal hinter deine Matte, bitte. Und kreis mal mit den Schultern zurück. Ich habe gesagt, es geht um die Aufrichtung heute, ums Stolzsein. Genau. Dann geht es um die Tiefenmuskulatur. Da sprechen wir vom Beckenboden und der tiefen Bauchmuskulatur. Jetzt roll dich mal mit langem Rücken ab, stütz dich oberhalb der Knie und roll dich mit rundem Rücken wieder auf. Noch einmal, langer Rücken tief, runder Rücken auf, mach das noch einmal, langer Rücken tief. Runde Rücken auf, heb beide Arme hoch und zieh mal, entfern mal die Rippen von deinen Hüften. Zieh dich ganz nach oben, die Rippen weg von den Hüften, senk deine Schultern und jetzt greif die rechte, die linke Hand. Mach mal spiegelverkehrt bitte. Und dann zieh dich nach rechts und schieb dein Becken nach links. Jetzt denk in die obere, in den oberen Ellbogen, zieh den Ellbogen Richtung Decke, die Achselhöhle und zieh dich noch ein bisschen mehr. Einmal lösen und die Arme wieder hoch und nochmal ziehen. Und wenn du heute nur gesessen hast im Homeoffice oder auch nicht im Homeoffice, dann tut das besonders gut. Linke Hand greift rechte. Einatmen, ziehen, ausatmen, schieben. Das kannst du auch schön auf dem Stuhl mal machen. Zieh mal den Ellbogen etwas höher, die Achselhöhle und zieh dich noch weiter. Und lösen, die Arme pendeln. Und weißt du was? Wir machen die andere Seite noch einmal. Rechte Hand greift links. Einatmen, ziehen, ausatmen, schieben. Und jetzt den oberen Ellbogen Richtung Decke, die Achselhöhle. Und jetzt drehst du den Oberkörper und guckst mal nach oben. Bleib mal einen kleinen Moment und dann zieh dich noch ein bisschen mehr. Lösen, einmal mit den Armen pendeln. Das letzte Mal die andere Seite. Erstmal ziehen. Genau, reicht. Links greift rechts. Schultern senken und zieh dich. Schieb dich. Jetzt denk in den oberen Ellbogen, nach oben, Achselhöhle. Schieb dich noch ein bisschen mehr und jetzt drehst du. Und noch ein bisschen mehr. Genau, merkst du was? Gut. Und einmal pendeln. Jetzt machst du den Schritt etwas größer und fängst an, dich so ein bisschen zu drehen. Du kannst deine Knie ruhig dabei beugen. So, und beim nächsten Mal schaust du über die rechte Seite. Und dreh dich einmal um dich selbst. Und jetzt geht es 2-mal dynamisch. Und dann dreh dich über die linke Seite. Du machst ja spiegelverkehrt, ne? Gut, rechte Seite. Und linke Seite. Und noch einmal nach rechts. Und das letzte Mal nach links. Dreh dich. Gut. Und nur mal so ein bisschen hin und her schwingen. Geh mal ein bisschen tiefer. Genau, noch 2-mal. Und beim nächsten Mal machst du einen Schritt nach rechts. Guck mal und dann kreisen wir. Jetzt wird wieder gependelt. Jetzt machst du einen Schritt nach links. Nur so breit, wie deine Matte ist. Nach rechts. Und brauchst nicht hüpfen, ne? Wir hüpfen nicht. Gut. Und es geht nach rechts. Genau. Und nach links, das letzte Mal. Ja, und bleiben. Stell dich in die Mitte deiner Matte.
Leg die Handkante auf deinen Beckenkamm und die Fingerspitzen auf das Schambein. Und jetzt richte deine Aufmerksamkeit einmal auf den unteren Rücken. Schieb dein Steißbein Richtung Ferse. Zwischen deinen Knien passt ein Tennisball. Gut, und jetzt fängst du von unten an, dich zu aktivieren oder deinen Beckenboden zu aktivieren. Und zwar drückst du in den Großzehballen, ziehst dein Fußgewölbe hoch. Genau, das wirkt reflektorisch auf den Beckenboden durch die Muskelschlingen hier. Okay, und wenn du jetzt deine Beine noch leicht zusammenschiebst, dann merkst du, dass der Beckenboden noch aktiver wird. Und jetzt fängst du an zu ziehen. Erstmal den Schließmuskel der Harnröhre. Zieh den mal nach innen oben. Fang den letzten Tropfen auf. Und dann nimm den Schließmuskel des Darms dazu, einhalten, als wäre dein Beckenboden eine Schale. Organe liegen auf dieser Schale. Und jetzt nimmst du den Baggerarm, greifst und ziehst diese Schale nach oben, sodass aus der Schale ein Baldachin wird. Ha, hasse. Dann hast du deinen Beckenboden fest angespannt. Den hältst du jetzt ungefähr eine Stunde. Leg die Hände auf den Bauch oder so, dass der Daumen, ich komme mal ein bisschen näher, siehst das besser. Du schiebst also hier die Rippen in dich hinein. Siehst du das? Die Rippen in dich hinein. So bist du offen und so schiebst du ein. Als hättest du hier einen Faden und du nähst deine Rippen hier zu und dann nähst du die Rippen zum Schambein ab. Dann hast du hier deine Pilates-Box bis ganz geschlossen. Kein Platz mehr für den Atem. Leg die Hände an die Seite und lenk den Atem in die Seite. Einatmen durch die Nase. Ausatmen durch den Mund. Und falls du den Beckenboden verloren hast, wieder einhalten. Beim Einatmen weiten sich die Rippen und beim Ausatmen schmälern sich die Rippen. Einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund. Die Arme heben ein und aus. Noch einmal. Die Rippen weiten sich, hast den Beckenboden noch fest und schmälern sich. Ein. Guck mal, und jetzt zeigen die Handflächen zueinander. Gut. Beim nächsten Mal das rechte Knie. Heben und tupfen. Nimm bitte auch dein rechtes Knie. Und heben und tupfen. Heben, den Beckenboden festhalten. Bauchmuskulatur ist angespannt. Den Atem in die Seite lenken. Ich weiß, man muss an unglaublich viele Sachen denken, macht aber nichts. Beim nächsten Mal bleibt das Knie oben und du öffnest die Seite. Berühr die rechte und die linke Wand. Roll das Knie auf und wieder zu. Und auf und zu. Fokussier dich. Beckenboden einhalten. Bauchmuskulatur anspannen. Die Rippen schließen, ne? Das habe ich gerade erklärt. So, jetzt hältst du beim nächsten Mal das Knie außen und machst einen Knicks. Und ziehst das Knie wieder nach außen. Ja. Gut, und weil das langweilig ist, oder? Nimmst du die Arme mit. Einmal so einen Halbkreis machen, das Knie nach außen nehmen und dann tief setzen. Halt die Spannung, halt den Beckenboden fest, lass deine Schultern unten und hab mal eine Goldmedaille um. Wir machen das noch zweimal, du brauchst nicht schneller werden. Und das letzte Mal, dann bleib unten. Die Arme machen weiter. Geh ein bisschen tiefer. Jetzt zieht das vordere Bein zum hinteren und das hintere zum vorderen. Lass die Arme auf und geh tief und komm wieder hoch. Und jetzt sind meine Beine, das siehst du bestimmt, so ein bisschen überkreuzt. Und durch dieses Überkreuzte kannst du den Beckenboden noch intensiver einhalten. Nimm die Arme hoch, bleib und dreh dich nach links. Die Arme heben, nach links drehen. Und der hintere Arm beschreibt einen Kreis. Und immer, wenn du in die Rotation gehst, senkst du dich nochmal ab. Alles klar? Mach noch zweimal. Und der letzte. Beim nächsten Mal das Knie heben. Ups, was da passiert? Arme zur Seite, halte nochmal die Balance. Passe, Knie nach vorne und einmal sitzen und heben. Sitzen, heben. Du machst einen großen Ausfallschritt zur Seite.
Alles klar? Bitte nicht fallen. Pilates nannte sein Training hier Contrology. Du lässt dich also kontrolliert auf die Seite sinken. Mach noch zweimal. Und beim nächsten Mal bleib. Alles klar? Das Knie drehst du nach außen, genauso wie den Fuß. Und mit dem anderen machst du den Schritt ein bisschen größer. Stütz dich mal mit dem Unterarm ab, lass dich sinken, drück dich raus. Sinken, rausdrücken. Und jetzt bleib rausgedrückt, heb den oberen Arm und dreh wieder die untere Brust zur Decke. Sieht so ein bisschen nach Yoga aus, ne? Genau, Yoga machen wir Donnerstag 17 Uhr. Aber die Kurse sind ja eine Woche im Programm. Ziehen und einmal fallen lassen. Ziehen. Schulter rollt vor und auf. Vor und auf. Mach noch zweimal. Letzte Mal. Und lösen. Schieb dich von einem Bein aufs andere. Und ein bisschen locker. Geh, beug mal deine Knie dabei und schließ die Beine immer etwas mehr. Die Arme pendeln. Gut. Lass die Arme auf der rechten Seite. Und jetzt öffnest du die Arme und schiebst deine Füße zueinander. So energetisch. Du schiebst den Fußboden zusammen. Schiebst dein Steißbein eher nach unten als nach oben. Guck mal, Hohlkreuz. Nach unten, Arme öffnen. Beugen und die Ellbogen ziehen zurück. Ich komme mal ein bisschen näher. So. Der Rücken ist ganz lang und gerade. Lass die Schultern unten. Schieb deine Füße zusammen. Alles klar? Ellbogen hochziehen. Einmal halten, fallen lassen, hochziehen. Und dabei stellst du dir vor, du knackst Nüsse zwischen den Schulterblättern. Fallen lassen, hochziehen. Zweimal mehr, fallen lassen, hochziehen. Was ist denn mit dem Beckenboden? Fallen lassen, hochziehen. Letzte Mal. Fallen lassen, Schultern zurück und das linke Bein heben. Handflächen zeigen zueinander. Fokussiere dich wieder. Nase ein, Mund ausatmen. Und mach mal weiter. Vielleicht merkst du, dass die Rippen wieder auf sind. Schieb die Rippenbögen wieder zusammen. Mach dich hier dicht. Hier zunähen und zum Schambein ziehen, okay? Und hoch, tief. Einmal oben halten. Öffnen. Und das Knie auf und zu. Beobachte mal, ob beide Arme auf gleicher Höhe, weil bin ich heute wackelig, beide Arme auf gleicher Höhe sind. Das Becken bleibt, nur das Knie geht nach außen und nach vor. Alles klar, lass das Knie außen und setzen. Wieder hochkommen. Das, ja, ich muss es auch selber machen, ne? Knie nach außen rollen. Die Hüfte und die Schultern, die bleiben bei mir zum Bildschirm. Okay? Und ihr wisst, es ist ein kontrolliertes Sinken. Und jetzt nimm die Arme mit. Bauch und Beckenboden sind fest angespannt. Mit Leichtigkeit, okay? Hast du Leichtigkeit? Niemand unter dir, nicht die Maus im Keller und nicht die Nachbarn unter dir, keiner hört dich, so leise lässt du dich nach unten sinken. Bauch und Beckenboden sind fest. Oh Gott, oh Gott. Meinst du, es gibt Muskelkater morgen? Schon lange nicht mehr gemacht, ne? Ich auf jeden Fall nicht. Mach nochmal viermal. Ein Glück sind es nur noch drei. Zweimal. Und der letzte. Öffnen. Jetzt geht tief und hoch. Rippen schließen. Goldmedaille um. Fantastisch. Gut. Nimm die Arme hoch. Und dreh dich jetzt nach rechts. Alles klar? Drehen und der hintere Arm. Der beschreibt einen Kreis. Und wenn du dich drehst, Schätzchen, zieh deinen Bauch richtig nach innen. Flach machen den Bauch. Als wolltest du dich auswringen.
mach das mal. Eine Stunde ausbringen. Wäre doch schön, oder? Oh, zweimal noch. Und der letzte. Bleib. Gut. Alles klar. Arme, Bein heben. Jetzt werde ich wieder wackelig. Und dann geht's nach links. Immer das Knie nach außen nehmen, ne? So haben wir angefangen. Und so hören wir heute auf. Ohne Plumps. Kontrollierte Bewegung. Und wenn du hochkommst, direkt großartig aussehen. Da sind wir. Ja, wir sind großartig. Mach noch zweimal. Und der letzte. Bleib. Den Fuß, das Knie mehr nach außen rollen, den Schritt ein bisschen größer. Abstützen, fallen lassen, aufrichten, fallen, aufrichten. Letztes Mal. Ja, den Arm nach oben ziehen. Drück dich raus aus der Schulter, drück dich mit dem Unterarm gegen den Oberschenkel. Lass den Arm nach vorne fallen und komm wieder hoch. Fallen lassen. Zweimal noch. Letzter Tag, schönes Wetter heute, ne? Schön, dass ihr mitmacht. Und einmal lösen und wir pendeln von einem Bein aufs andere. Schließ ein bisschen mehr und nur noch pendeln. Denk wieder dran, steiß Bein nach unten, Goldmedaille oben und jetzt brauchst du mich nicht anschauen. Sondern guck mal so schräg auf den Boden, damit dein Nacken ohne Falten ist. Einmal innehalten. Und jetzt schieben deine Füße den Fußboden zusammen. Steißbein nach unten. Bauchspannung. Beide Arme nach oben nehmen. Blick nach unten. Und im Wechsel hebst du jetzt deine Arme hoch. Ein bisschen tiefer. Noch ein bisschen tiefer. Wenn du die Arme nicht strecken kannst, nimm die Arme weiter auf, okay? Wenn das in der Schulter nicht so angenehm ist. Einmal beide Arme und jetzt tauchst du auf und rollst ab. Komm zu mir. Jetzt bist du genauso wie ich. Ups. Mit dem Gesicht nach vorn. Die Knie sind direkt unter deinen Hüften. Und die Hände sind direkt unter deinen Schultern. Manchmal passiert das, dass die Hände ein bisschen zu nah sind. Okay? Drück dich raus aus den Schultern. Lass dich sinken. Raus. Sinken lassen. Raus. Sinken lassen. Und jetzt haben wir noch Kraft, oder? Habt ihr noch Kraft? Jetzt kommt die erste Challenge. Hier ist meine Stoppuhr. Du brauchst die Knie nicht unterlagern, die sind gleich in der Luft. Alles klar. Drück dich nochmal raus aus den Schultern. Stülp die Füße um, dass die Fußspitzen am Boden sind. Rausdrücken aus den Schultern. Mach dich bereit. 4, 3, 2, los geht's. Heb die Knie hoch. Und jetzt zieh mal energetisch deine Handgelenke zu den Knien und die Knie zu den Handgelenken. Beckenboden und jetzt merkst du, die tiefe Bauchmuskulatur spannt sich durch diese fantastische Übung an. Handgelenke zu den Knien, Knie zu den Handgelenken ziehen. Rausgedrückt bleiben aus den Schultern. Nase ein und richtig Mund aus. Halbe Minute habt ihr geschafft, ihr Lieben. Rausdrücken aus den Schultern, Knie zu den Handgelenken. Ja. Leute, wir haben 40 Sekunden. Lass die Knie in der Luft. Die letzten 20 schaffst du auch schon. Was ist eine Minute? Nix. Wie schnell ist eine Minute um? Unglaublich, oder? Mein Gott, wir haben schon fast Sommer. Ab nächste Woche habe ich gehört. Die Woche noch nicht, nächste Woche. Halten. Komm. Zwei hast du noch. Absetzen. Den rechten Arm nach vorne schieben. Das linke Bein nach hinten ziehen. Aufdrehen. Einmal eintauchen in das Nadelöhr. Auftauchen. Einmal eintauchen. Guck mal, mein linkes Bein bleibt hinten aufgestellt, sodass ich meine linke Hüfte
nach unten schieben kann. Die rechte Schulter bringe ich gegen den Fußboden und dann ziehe ich den Arm weit auf. Währenddessen habe ich den Beckenboden natürlich angespannt und bringe mich wieder aus, ihr Lieben. So, einmal noch. Jetzt nimm den Arm nach vorne und heb das Bein hoch. Hast du? Jetzt ziehst du Ellbogen und Knie zueinander und streckst wieder weg. Ellbogen und Knie wieder wegstrecken. Ich muss mal hier, sonst zählt hier meine Stoppuhr, wer weiß wie weit, weißt du? Was ist mit deinem Beckenboden los, Mausi? Jetzt bleib. Du nimmst den Arm zur Seite, ups, und das Bein zur Seite und öffnest dich. Hast du gesehen? Du warst hier. Arm zur Seite, Bein zur Seite, weit öffnen. Tupf gegen das Knie und stell wieder ab. Tupfen, abstellen. Das ist kein Wettrennen, ihr Lieben. Tupfen, abstellen. Halt den Beckenboden fest. Beim nächsten Mal drück die Hand gegen das Knie und das Knie gegen die Hand. Drück dich raus aus den Schultern. Beschreib mit dem Arm einen Kreis. Streck das Bein vor, wieder zurück. Einmal nach hinten, einmal weit heben. Große Seitneige. Heb dein Becken höher, noch höher. Einmal zurück, das untere Bein aufstellen, den Arm aufstellen und den gleichen Arm, das gleiche Bein heben und mit kleinen Bewegungen nach oben ziehen. Wir haben wieder den rechten Arm, das linke Bein. Ellbogen Richtung Knie, Knie Richtung Ellbogen. Wegstrecken, beides abstellen, den Rücken rund machen, längen, alles klar. Fußspitzen aufstellen, next challenge, 4, 3, 2, los geht's. Und die zweite Challenge ist immer einfacher als die erste. Bei der ersten musst du erstmal denken, ha, bin ich da, bin ich hier, bist du es, alles richtig. Drück dich raus aus den Schultern und zieh deine Handgelenke zu den Knien. Zieh deine Knie zu den Handgelenken. Die Knie, die sind so, ja, nicht 2, sondern 5 cm weg vom Fußboden. Und ich sag doch, die zweite Challenge ist immer einfacher als die erste, weil wir haben schon eine halbe Minute um. Die Zeit vergeht wie im Flug. Drück dich raus aus den Schultern, komm, lass dich nicht hängen. Handgelenke zu den Knien, Knie zu den Handgelenken. Atme. Alles nicht so schwierig, komm. Wir haben noch 10 Sekunden, dann hast du es geschafft. Und die läppischen 10 Sekunden, die kriegst du auch noch um. Zieh mal den rechten Mundwinkel hoch, den linken. Und dann hast du es geschafft. Linken Arm nach vorne, rechtes Bein zurück. Weit öffnen. Einmal in das Nadelöhr. Und komm wieder hoch. Nadelöhr. Du siehst, dass meine rechte Hüfte unten ist, ne? Und die bleibt auch unten, wenn ich durch das Nadelöhr gehe. Weit öffnen, eintauchen, tief gehen. Weit öffnen und. Du bringst deine Schulter und die Schläfe gegen den Boden. Natürlich muss man dann den rechten Arm beugen, sonst geht das nicht. Aber das wird dir klar sein. Ne? Mach das letzte Mal. Dann bleib oben, nimm den Arm vor und heb das Bein. Zieh dich in die Länge und bring jetzt Ellbogen und Knie zueinander und streck dich wieder aus. Zueinander, ausstrecken. Guck bitte auf den Boden dabei, damit der Nacken lang bleibt. Ich mache nichts anderes als du. Ich strecke den Arm vor und das Bein zurück gleichzeitig. Letztes Mal. Jetzt nimm den linken Arm auf die Matte, den rechten Fuß auf die Matte. Tada, da sind wir. Drück dich raus aus den Schultern. Beckenboden einziehen, Bauch einziehen. Tupfen, abstellen. Tupfen, tupfen. Und wenn du ein bisschen zitterst,
Mein Gott, sind erst 20 Minuten um. Lass zittern. Zweimal mehr. Und beim nächsten Mal drückst du mit der Hand gegen das Knie, mit dem Knie gegen die Hand, drück dich raus aus den Schultern, beschreib mit dem Arm einen Kreis, streck das Bein vor, schieb das Bein zurück und komm in die große, große, große Seitenhänge. Becken höher. Jetzt lass dich nach vorne. Drück dich raus aus den Schultern, schieb dich über deine Ellbogen und wieder zurück. Über, ja. Halt die Bauchmuskeln fest. Und jetzt geht's. Du schiebst dich nach rechts, nach vorne, nach links zurück. Andere Richtung. Links, vorne. Ich weiß, jetzt meckern die Handgelenke. Vielleicht auch die Schultern. Mensch, Meier, lass meckern, ist gleich vorbei. Letzte Mal. Letzte Mal links. Und dann legst du dich in Slow Motion langsam auf deinen flachen Bauch. Du liegst. Wo ist dein Handtuch? So, Handtuch legst du dir so unterm Kopf. Okay. Jetzt legst du deine Hände auf deine Stirn. Locker mal die Schultern aus. Die haben jetzt Pause. Das haben die sich verdient. Mach deine Beine lang. Dreh die Fersen zueinander und drück den Fußrücken Richtung Fußboden. Fang jetzt an, deine Körpermitte, dein Körperzentrum anzuspannen. Zuerst spannst du aber nur die Gesäßmuskulatur an und mit einem Puff loslassen. Anspannen, mach den ganz klein, dein Mockerböhnchen, und loslassen. Noch einmal feste anspannen, loslassen. Letztes Mal an, Augen schließen, spüren, aha, jetzt ist der große Gesäßmuskel angespannt. Loslassen und jetzt spannst du deine Tiefenmuskulatur an. Den Schließmuskel der Harnröhre, den Schließmuskel des Darms, nach innen oben ziehen, drück mal deine, roll die Fersen zueinander, drück die Füße in den Boden und spann jetzt deine Bauchmuskeln an. Zieh den Bauch nach innen, mach dich flach. Stirn auf die Hände, falls du es nicht hast, Schultern locker und dann heb mal den Oberkörper hoch. Lass deine Hände unter deiner Stirn. Die Füße in den Boden drücken. Und wenn du jetzt an deine Schultern denkst, dann stell dir vor, du schiebst die Schultern über Kreuz in die Gesäßtaschen. Mach das mal. Oben bleiben. Arme nach vorne nehmen. Hoch und tief. Ich weiß, das ist anstrengend. Macht nichts. Hoch und tief. Oben bleiben. Mit dem Arm einen großen, großen Kreis beschreiben. Und den großen Kreis wieder nach vorne. Fang an zu fliegen. Wieder zurück. Und wieder vor. Jetzt hebst du deine Arme im Wechsel hoch. Das haben wir gerade schon im Stehen gemacht. Schieb die Schultern nach hinten, unten. Streck die Ellbogen. Und wenn du meinst, dass die gestreckt sind, streck sie noch ein bisschen mehr. Gut, einmal beide, lösen. Jetzt heb die Beine im Wechsel hoch. Löst deine Schultern im Wechsel rechts und links. Okay, nimm die Arme wieder vor. Rechtes Bein heben, linker Arm. Andere Seite. Diagonalspannung aufbauen. Jetzt halte mal den rechten Arm oben, das linke Bein. Drück die linke Hand in den Fußboden und das rechte Bein in den Fußboden. Gegenüber. Und jetzt hebst du den rechten Arm und das linke Bein hoch. Die andere Seite drückst du fest in den Boden, okay? Halten. Beschreib jetzt mit Arm und Bein Kreise. Streck die Knie. Andersrum. Du kannst das Bein ruhig ein bisschen höher heben, ne? Gut. Halten. Und wieder wechseln. In Swimming kommen. Andere Seite. Rechter Arm in den Boden drücken. Linkes Bein in den Boden drücken. Schultern zurück. Kleine Kreise. Das Bein ruhig ein bisschen höher heben
mit die Gesäßmuskulatur involviert ist. Wäre doch schade, wenn das für die Katz wäre, oder? Andersrum. Wenn du das jetzt im unteren Rücken spürst, weißt du, was los ist, ne? Bauch nicht nur genug angespannt. Beide Hände, beide Füße tief und jetzt zieh dich zueinander. Und dann stellst du deine Ellbogen auf. Alles klar? Jetzt liegst du mal am Strand. Aber so liegen wir nicht am Strand. Wir liegen so am Strand, oder? Ich nehme die Uhr. Fußspitzen aufstellen, Liebchen. Deine Schultern, deine Ellbogen sind unter den Schultern. Du drückst dich raus. Guck mal, dann hebt mein Becken hoch. Jetzt strecke ich mein rechtes Bein. Dann das linke. Ups, ich bin in der Plank. Alles klar, los geht's. Eine Minute in der Plank. Aber weil die Plank ja todlangweilig ist, schieben wir einmal das Becken nach rechts, mach einen kleinen Tupf und nach links. Und nach rechts. Und nach links. Was mit dem Beckenboden? Hast du den noch aktiviert? Den Schließmuskel der Harnröhre, den Schließmuskel des Darms nach innen oben ziehen. Komm, rechts und links. Halbe Minute haben wir um. Den Rest schaffen wir auch noch. Ja, weißt du, wenn du auf was wartest, ne, dann denkst du, oh, die Zeit vergeht nicht. Machst du was Schönes, so wie wir, dann geht's ratzfatz um. Und siehst du, wir haben nur noch 10 Sekunden. Mit der Plank. Mach noch zweimal. Stopp. Dreh dich zu mir. Hurra. Unteres Bein beugen. Anderes dazu. Wir sind in der Meerjungfrau. Dein Handtuch auf die andere Seite. Schön, oder? Guck mal, und jetzt zieh dich an deinen Knien etwas nach oben. Beckenboden einhalten, falls du den verloren hast. Deine Bauchmuskeln festmachen, die Rippen ein. Hand an den Fuß, der obere Arm. Das tut jetzt gut, oder? Die Schulter mal so ein bisschen ziehen. Du weißt, wenn du lange Arme hast, dann musst du den Ellbogen beugen. Ansonsten passiert das. Guck mal, dann rollt die Schulter vor und du bist verkrampft. Ellbogen beugen. Ne, kommt immer auf die Länge der Arme und auf deine Beweglichkeit in der Rumpfmuskulatur an. Achtung, Seitneige, Rotation, andere Seite. Jetzt geht's immer über vorne, Rücken rund, aufrichten. Je länger die Arme, desto mehr den Ellbogen beugen. Deine Beine und dein Becken sind verwurzelt, als würde da eine schwere Decke drauf liegen. Du mobilisierst deine Wirbelsäule, du löst die Spannung in den Schultern. Was gibt's noch? Die Tiefenmuskulatur ist natürlich angespannt. Komm, wir machen noch zweimal diese wunderbare Bewegung. Und dann bleibst du auf deiner rechten Seite. Und jetzt zieh ein bisschen länger. Drück das gegenüberliegende Knie fest in den Fußboden. Dreh dich, Bauchmuskeln anspannen. Einmal öffnen. Ups, das Boot. Eine Minute. 4, 3, 2, los geht's. Bleiben. Ich zeig mal so ein bisschen von der Seite. Du hebst dein Brustbein wieder stolz nach oben. Wo ist denn die Uhr? Da ist sie. Die Schultern rollen nach hinten und deine Unterschenkel sind parallel zum Fußboden. Wenn du deine Fußinnenkanten und die Knie etwas zusammendrückst, hast du mehr Spannung in der Tiefenmuskulatur. Die soll natürlich angespannt sein. Wir haben eine halbe Minute um. Wir wechseln ins große Boot. Roll jetzt deine Füße und deine Knie nach außen. Den Bauch anspannen. Oh, ein Applaus mit den Fersen. Prima. 40 Sekunden ins kleine Boot. Ja, Zeit vergeht wie im Flug, sag ich doch. Großes Boot, Applaus. Ach, noch 5 Sekunden, komm. Kleines Boot und stopp. In die Meerjungfrau, auf die andere Seite. Schlag deine Beine um. Beckenboden einhalten, die Knie öffnen
und neig dich nach links und zurück und neig dich. Denk an deine langen Arme, lass den Ellbogen gebeugt. Nicht lass, sondern beug ihn. Bauch und Beckenboden sind fest. Hier auf dein Bein und auf dein Becken liegt eine schwere Decke. Okay, jetzt kommt die Rotation. Seitneige, Rotation, ziehen. Und klack. Der untere Arm beugt und der obere Arm bleibt lang. Okay, und das alles ohne Anfang, ohne Ende. Ach, du willst noch eine Challenge? Habe ich das richtig gehört? Sollen wir noch eine machen? Dann habe ich Muskelkater morgen. Will ich Muskelkater morgen haben? Was habe ich denn morgen vor? Ach, ist Corona, ich habe nichts vor. Also, einmal öffnen, die Beine heben. Alles klar? 4, 3, 2, los geht's. Nee, also wenn einer was vorhat, beziehungsweise wenn einer nichts vorhat, dann ich. Das Enjoy ist das Highlight, das sage ich euch. Wenn ihr jetzt noch hier wärt, dann wäre es noch besser. Das ist, wenn man immer so ins Leere spricht. Aber was soll ich machen? Beckenboden, ich setze mich mal so ein bisschen zur Seite, ne? Sieht netter aus. Beckenboden einhalten, Brust raus, stolz. Einmal großartig aussehen. Ja, das können wir. Schieb die Brust nach oben, nimm den Daumen zurück, Füße höher und die Arme wieder tief. Ach, ist schon um. Nein, noch nicht ganz. Großes Boot. Oh, anstatt des Applauses. Nee, Claudia, musst du das machen? Ja, Beine heben, kann ich mehr. Kleines Boot. Nee, nach meiner Corona-Zeit bin ich ja noch nicht ganz so fit. Brust nach oben, 10 Sekunden haben wir noch, schaffen wir. Brust hoch. Wir haben noch 5 Sekunden. Und Füße abstellen. Und jetzt dreh dich mal so, dass deine Füße zum kleinen Mattenrand zeigen. Du aus deinem Handtuch ein kleines Kissen machst, dass du deinen Kopf drauflegen kannst. Falls du ein Mikro um hast, dreh das mal zur Seite. Und jetzt passt zwischen den Füßen und zwischen den Knien passt jetzt ein Tennisball oder deine Faust. Großzehballen in den Boden, schieb die Füße zusammen. Schieb dich nach vorne, leg dich mal mit dem Bauch auf die Oberschenkel und jetzt heb nur deine Arme und die Brust, bis der Rücken lang ist. Und dann wieder vor. Und jetzt guck mal nicht mich an, sondern guck mal auf deine Knie. Und heb dich wieder hoch. Und falls jetzt deine Knie auseinander driften, ich schätze mal, das wird bei 2/3 der Teilnehmer sein, nimmst du dein Handtuch und drückst dein Handtuch zusammen. Hast du gesehen? Kleine Rolle. Handtuch zusammen. Auf deine Oberschenkel legen. Okay. Blick nach vorne, mach die Arme lang, drück dein Handtuch zusammen und heb dich hoch. Und wieder rund. Was mit dem Beckenboden? Hast du den noch eingehalten? Hochheben, drück die Knie zusammen und beim nächsten Mal bleibst du hoch und jetzt heb dich noch etwas mehr. Ja, jetzt roll dich halb ab und heb dich wieder hoch. Roll dich halb und hoch. Und im letzten, vielleicht seht ihr das, da gebe ich meinem Brustbein noch so einen kleinen Tick nach vorne. Ich richte also meine Brustwirbelsäule auf. Nimm die Arme noch ein bisschen mehr nach hinten. Ja. Die Arme heben, das Brustbein nach oben schieben. Und ich hatte letztes Mal beim Yoga das Thema Glück. Und wenn man diese Bewegung häufig macht, dann richtet sich deine Brustwirbelsäule auf. Das stärkt das Selbstbewusstsein und starkes Selbstbewusstsein, Glück, oder? Mach dir mal selber so ein kleines bisschen. Und dann bleib im Glück. Zieh dich hoch und tanz im Glück. Guck nach oben, ne? Mach mal. Und zieh die Arme mehr nach hinten. Und jetzt rollst du dich langsam, Ladies, Wirbel für Wirbel ab. Dann darfst du dein Handtuch nehmen, dein rechtes Bein mit und wechselst deine Beine. Tupf jetzt mit den Füßen an die gegenüberliegende Wand. Der Bauch ist flach, flacher.
Lass die Beine los, nimm die Hände an die Ohren. Roll deine Ellbogen nach hinten. Und jetzt nimm deine rechte Achselhöhle Richtung linkes Knie. Und wechsel. Jetzt wird es langsamer. Und zieh. Langsam. Achselhöhle. Nicht den Ellbogen, Achselhöhle. Der Bauch ist flach, da liegt ein Sack Kartoffeln auf deinem Bauch. Zweimal noch. Schnell kann jeder. Beide Beine ran, nimm die Hände an die Fesseln, ausstrecken. Zieh ran, streck weg. Du atmest aus, wenn du deine Beine streckst. Das heißt, wenn du mehr Spannung in deinem Bauch brauchst, dann streckst du die Beine, dann atmest du aus. Letztes Mal, greif in die Kniekehle und komm ins Rollen wie ein Ball. Mach den Rücken ganz rund. Wenn du beim nächsten Mal sitzt, streckst du deine schönen Beine aus, ziehst die Fußspitzen an und ziehst dich nach oben. Dreh dich zu mir. Jetzt drück deine Fußinnenkanten fest gegeneinander. Dreh dich zur anderen Seite. Ohne dass die Füße und ohne dass dein Becken sich verschiebt, machst du diese Rotationsbewegung. Den Spine Twist. So, und jetzt noch was. Du atmest ein und hebst dich hoch. Atmest aus und rotierst. Einatmen, hochheben. Ausatmen, Rotation. Zweimal mehr. Und. Letztes Mal. Komm zur Mitte. Rücken rund machen. Leg dich über so einen dicken Ball. Schieb dich nach vorne. Komm nach oben, beug die Beine. Und roll dich langsam ab, Slow Motion. Wenn das heute nicht geht, halt dich so ein bisschen am Oberschenkel fest. Wenn du liegst, ziehst du deine Beine etwas näher ran. Handtuch unterm Kopf. Zwischen Knie und Fuß passt ein Tennisball. Die Arme liegen ganz entspannt. Drück deine Füße in den Boden und schieb vor allen Dingen den großen Ball und schieb deine Füße wieder energetisch zusammen. Halt den Platz des Tennisballs. Und dann roll dich langsam auf. Heb dein Schambein höher als deine Beckenkämme und schließ wieder deine Rippen. Fang an zu tanzen. Rechts und links im Wechsel hochheben. Entspann deine Schultern. Die haben nichts damit zu tun. Lass mal die rechte Hüfte oben und zieh immer mehr die rechte Hüfte hoch. Das heißt, du spannst die rechte Po-Hälfte viel mehr an als deine linke. Andere Seite, nur die linke anspannen. Heb dein Becken etwas höher. Komm. Gut, mittig, abrollen. Wieder aufrollen. Wenn du jetzt abrollst, tauchst du mit dem rechten Bein ins Wasser und schöpfst ein bisschen Sand aus dem Wasser. Eintauchen, bleib ganz flach, auftauchen. Ein, auf. Einmal noch. Gut, Fuß abstellen, langsam dein wunderbares Becken aufrollen. So, und jetzt ist es so, dass der Beckenboden in dich hineinfließt. Zieh noch ein bisschen nach. Alles einhalten. Erst die Absicht haben und dann erst das rechte Bein hochheben. Erst die Absicht, das schöne Bein ausstrecken. Dein Becken bleibt fixiert und du tauchst nur dreimal ein, ohne dass dein Becken sich bewegt. Ruhig. Pilates ist ein Slow-Training. Das dritte Mal und dann bleibt dieses wunderbare Bein oben. Du rollst die Hüfte ab, machst den Fuß lang, hebst den Oberkörper, machst dir klar, wo deine Wade ist. Und strecken. Und wechseln. Das muss nicht schnell sein, ne? Streck die Knie. Das ist viel wichtiger als das Tempo. Streck deine schönen Knie. Gut. Beide Beine schließen. Knie auseinanderrollen. Den Oberkörper ablegen. Mit beiden Beinen kleine Kreise beschreiben. Ganz in Ruhe. Ich roll jetzt meine Knie nach außen, drück die Fersen gegeneinander und die Kniekehle. Streck die Knie.
ich weiß, andersrum. Ich kann es mir denken, mir tut es auch weh. Ich frage mich gerade, wo? Was weiß ich morgen? Streck die Knie. Gut, halte inne, stell dein rechtes Bein ab und tauch mit dem linken Bein ins Wasser und schöpf ein bisschen Sand aus dem Wasser. Ruhig bleiben im Becken. Herzchen, du weißt ja, was kommt. Konzentriere dich jetzt schon mal darauf, dass die Wasserwaage auf deinem Becken liegt und die kleine Blase in der Mitte von der Wasserwaage. Und noch einmal. Und einmal. Fuß abstellen. Und langsam dein wunderbares Becken aufrollen. Füße schieben energetisch zusammen. Den Beckenboden fließt in dich hinein. Erst die Absicht haben und dann das linke Knie elegant. Kannst du üben. Wenn die Studios wieder aufmachen, will ich elegant sehen. Und dann ausstrecken. Okay, jetzt tauch. Dreimal. Eintauchen, auftauchen. Ruhig. Ein letztes Mal. Ja, oben bleiben. Langsam abrollen. Oberkörper heben, guck auf deine eigene Wade. Greifen, anderes Bein strecken. Slow Motion. Wechseln. Langsam, halt die Bauchspannung. Senk das Bein nur so weit ab, dass dein Rücken am Boden bleibt. Der eine ist hier und der andere kann Spagat machen. Es geht um dich. Senk die Beine nur so weit ab und mach langsam. Jetzt mach die Bewegung weiter und nimm die Hände in den Nacken, also an deine Ohren. Unterstütz deinen Kopf, spüre in deinen Rücken und streck deine schönen Knie. Noch zweimal. Ellbogen nach außen. Gut. Jetzt nimm die Beine parallel und tauch mit den Füßen ins Wasser und schöpf ein bisschen Sand aus dem Wasser. Langsam bitte. Der untere Rücken bleibt am Fußboden. Mach noch zweimal. Dann ziehst du beide Knie zur Brust, kommst ins Rollen wie ein Ball. Tada! Halt mal den Abstand zwischen Brust und Knie. Ohne Schwung. Vielleicht hakt es so ein bisschen im unteren Rücken. Ja, da muss sich der untere Rücken erst dran gewöhnen. Stell die Beine auf. Schließ deine schönen Beine, deine schönen Knie. Nimm die Arme hoch. Dreh dich zu mir. Drück die Knie und die Füße zusammen. Komm wieder hoch. Dreh dich zur anderen Seite. Und wenn du die Arme hebst, entfernst du die Rippen von den Hüften und schiebst dein Steißbein Richtung Fußboden und fängst an, deine Lendenwirbelsäule zu strecken. Gut, bleib hier. Bond Girl, leg dich zurück. Komm wieder hoch. Andere Seite. Und hoch. Du atmest aus, wenn du mehr Spannung im Bauch brauchst. Das heißt, absenken, beim Absenken ausatmen, weil da brauchst du die Konzentration und die Spannung im Bauch und im Beckenboden. Den hast du doch noch eingehalten, oder? So, beim nächsten Mal bleibst du bei mir. Bei mir bleiben. Arme öffnen, schließen, andere Seite. Arme öffnen, schließen. Zu mir. Und ja, letzte Mal. Und bleib auf der Hälfte. Und es geht jetzt tack, tack. Und mit diesem tack, tack senkst du dich langsam ab. Drück die Knie zusammen. Und langsam abrollen. Und dann darfst du dich ausstrecken. Beckenboden loslassen. Bauchmuskeln loslassen. Mach dich mal lang. Und jetzt zieh dich mal ins Hohlkreuz, dass der untere Rücken den Fußboden nicht mehr berührt.
Und dann zieh dich rechts und links. Arme zur Seite. Einfach mal sinken. Beine aufstellen. Den Po ganz ablegen und deine schönen Beine zu dir ziehen. Bauch entspannen. Beckenboden entspannen und mit beiden Beinen kreisen. Dann mein Mikro ist aus. Nein, ist nur verrutscht. Ist nur verrutscht. Jetzt. Das braucht die Öffentlichkeit nicht wissen. Mikro ist nur verrutscht. So, einmal ganz nah mit der Nase ans Knie. Und einmal lösen. Die Beine so breit aufstellen, wie deine Matte ist. Und dann pendelst du nach rechts und nach links. Die Beine sind geöffnet. Nach rechts und nach links pendeln, langsam. Jetzt lass die Beine auf einer Seite liegen, ist egal welcher, wir machen beide. Entspann deine Schultern. Die Beine sind so ein bisschen geöffnet dabei und der Blick zeigt in die andere Richtung. Lenk deinen Atem in deinen Bauch. Gut, und geh mal in die andere Richtung. Beine auf die andere Seite legen, den Kopf auf die andere Seite. Prima. Die Beine zur Mitte aufstellen, Fersen etwas näher ans Gesäß. Noch ein bisschen näher. Und dann greif mal mit den Händen deine Fußgelenke. Die Knie dürfen ein bisschen auf sein. Und dann ziehst du dich hoch. Und jetzt streck mal die Leiste. Greif mal deine Füße. Kommst du dran? Wenn du hier bist, ist auch gut. Wenn du die Füße greifen kannst, ist noch besser. Und dann heb dein Becken hoch. Ups, Mikro schon wieder verrutscht. Heb dein Becken höher. Komm. Noch höher. Und einmal lösen. Das rechte Knie zu dir ziehen mit der Nase ans Knie. Den linken Fuß ausstrecken. Jetzt greif mit der linken Hand aufs rechte Knie, öffne den rechten Arm und zieh das rechte Bein auf die linke Seite. Und mit der rechten Hand willst du den Bildschirm berühren, mich. Hallo? Drück das Knie nach unten, aber wichtiger ist, dass du die Schulter tief ziehst. Dann komm zurück. Wechsel die Beine. Mit der Nase ans Knie. Leg die rechte Hand auf dein Knie, öffne den linken Arm und leg das linke Bein ab. Und wenn die linke Schulter nicht nach unten will, dann versuch mal, die gegenüberliegende Wand da hinten anzufassen. Noch zwei tiefe Atemzüge. Beide Knie ranziehen. Komm über die Seite hoch in den Sitz. Ups, darf ich nicht vergessen. Dann öffne deine Beine leicht. Also ich sitze jetzt so mit dem linken Bein vorne. Der linke Arm greift ans rechte Knie, der rechte über. Drück die Knie nach außen und schieb mit den Händen deine Knie zusammen. Mach den Rücken ganz rund, als hätte dir jemand in den Bauch geboxt. Deine Arme sind jetzt verschränkt, ne? Der rechte Arm ist oben. Jetzt kommst du hoch, beugst die Ellbogen, hasse, guck mal so, die Arme über den Ellbogen verschränken. Das geht auch, wenn die Arme ein bisschen kürzer und ein bisschen voluminöser sind als meine. Und senk die Schultern und drück die Ellbogen gegeneinander. Schultern senken, Ellbogen gegeneinander drücken. Blick nach unten. Und jetzt machst du dich rund und klein und willst hier in diese kleine Lücke passen. Arme nach oben schieben, hochkommen. Andere Seite. Jetzt das rechte Bein vorne. Rechter Arm greift linkes Bein, linker Arm greift rechtes. Drück die Knie nach außen und schieb mit den Händen die Knie wieder zusammen. Und guck mal, die Arme so ein bisschen mehr.
Und dann greifen. Senk die Schultern, schieb die Ellbogen zusammen. Blick nach unten. Ellbogen zusammendrücken, Schultern senken. Da merkst du, dass der Rücken sich öffnet. Und jetzt versteck dich. Einmal hochkommen, einmal öffnen. Und jetzt nimmst du beide Hände nach links, drehst dich. Beide Hände nach rechts, drehst dich. Die Beine einschlagen in den Vierfüßler. Den Rücken einmal rund machen, guck auf deinen eigenen Bauchnabel. Einmal höhlen, Nase und Po nach rechts, nach links, zur Mitte, weg vom Boden, mit Leichtigkeit aufstehen. Einmal deine Arme öffnen, Rücken rund machen, die Arme nach oben nehmen, großartig aussehen, für dich soll es rote Rosen regnen. Ich freue mich, dass du mitgemacht hast, dass du aufrecht bist, dass du stolz bist, dass du deine tiefen Muskulatur fest hast und vor allen Dingen, dass du eine Stunde mit mir geturnt hast und eine Stunde mit den Gedanken bei dir warst. Schön, dass du mitgemacht hast. Ganz liebe Grüße aus dem Enjoy. Donnerstag, wo bin ich? 17 Uhr, Yoga. Ciao, ciao.